Okay, das Erste, was ich gerne betonen möchte, das ist die uralte Aufnahme von Leben nach dem Tod ist bei vielen Leuten noch immer so, dass Leute, die gestorben sind, irgendwie als Geister herumfliegen, irgendwie so mit Bettlaken bekleidet, vielleicht Lichtpunkte sind und so weiter. Und dass das alles ein bisschen dunkel ist und dass da nur Licht ein bisschen auftaucht und das sind unsere Seelen. Und so sind die uralten Vorstellungen, wenn man nicht weiß, wie das in der Wirklichkeit aussieht. Die beste Weise, das zu beschreiben, um Leuten das Gefühl vom Leben nach dem Tod zu geben, ist, dass sie nach Hause gehen, die Haustür aufmachen und durchgehen. Und wenn sie draußen sind, sich vorstellen, sie sind jetzt tot. Denn genau so sieht die Astralwelt aus, genau wie unsere Welt. Und und für Astralreisende kann das ein Problem sein, dass sie erstmal überhaupt nicht wissen, ob sie auf der physischen Ebene sind oder auf einer Astralebene, weil das genauso aussieht und genauso aussehen kann. Und ich habe verschiedene Mittel mir angeeignet, um herauszufinden, wo ich denn überhaupt bin. Zum Beispiel ein Beispiel war, als ich meditiert habe, früher morgen, bin dann tief in die Meditation eingegangen und auf einmal war ich am Strand in Brighton, das ist ungefähr 20 Kilometer von uns entfernt, und bin am Strand lang gegangen und habe mich gewundert, wie schön der Morgen war, die Sonne geschien, die Wellen geplatschert, die Steine am Strand, die haben geglittert wie Diamanten und das war ein unheimlich schöner Morgen. Und ich bin also lang gegangen und habe das genossen und dann dachte ich, warte jetzt mal, was ist denn hier überhaupt? Wo habe ich denn mein Auto geparkt? Nicht? Und ich konnte mich nicht erinnern, wo ich mein Auto stehen gelassen habe. Und ich dachte, Mensch, was ist denn mit dir los? Spinne ich denn oder was ist? Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich am Meditieren war und dass ich eine außerkörperliche Erfahrung hatte. Um das herauszufinden, ob das hier wirklich eine außerkörperliche Erfahrung war, mache ich den Schwebetest. Das heißt also, ich hebe vom Boden ab und bewege mich dann in der Luft. Und das ist genauso hart zu beschreiben, festzustellen, auf welcher Ebene man sich befindet. Nicht genau wie im Wachbewusstsein. Und darauf gehe ich dann später, vielleicht entweder morgen oder so, nochmal ein, wie man diese Entscheidung treffen kann, auf welcher Wirklichkeitsebene man sich befindet, weil das nicht unmittelbar klar ist, wenn man eine außerkörperliche Erfahrung hat. Was viele Leute, die zum ersten Mal eine außerkörperliche Erfahrung haben oder die gestorben sind, die können sehr häufig irgendwo an ihrer Umgebung nicht feststellen, ob sie tot oder lebendig sind, weil sich das genauso anfühlt. Nicht? Und hier zum Beispiel, das ist eine Szene, die sehr ähnlich ist von einer Szene, die ich mal betreten habe, wo ich nicht genau wusste, ob ich jetzt wirklich da bin oder die Szene da nicht genau kannte, wusste ich erstmal, dass das wahrscheinlich eine außerkörperliche Erfahrung ist. Sein muss. Also so real ist das. Wir haben unsere Sinne sind auf der physischen Ebene so fixiert, dass wir und so konditioniert, dass wir das nicht wahrnehmen können, wenn wir auf einer anderen Ebene sind. Und so geht es auch vielen Leuten, die gestorben sind. Die müssen manchmal erstmal Die merken das meistens erst, wenn sie von Verwandten oder so, die schon vorher gestorben sind, die begrüßt werden und dann aufgeklärt werden. Nicht? Aber es gibt so viele verschiedene Arten der Todeserfahrung, wie es Menschen gibt. Jeder empfindet es
ein bisschen anders. Und in meinem zweiten Buch, Blick in die Unendlichkeit, hat mich mein Führer, mein Astralbegleiter, gezeigt, wie man Leute von über den Tod in die astrale Welt überleiten kann. Und zwar war das wie ein Krankenhaus. Und ich war dann in einem Tunnelnetz irgendwie so drin. Und es ist mir klar geworden, dass ich in den Wahnbereich, in den Fieberbereich der Sterbenden war. Ich habe das so erlebt, wie Sie das erlebt haben. Die sind dann durch so Tunnel gegangen und so fieberische Wahrnehmung hatten sie. Und ich habe das alles so erlebt, wie die das erlebt haben. Und dann musste ich da, dieser Begleiter, mein Begleiter, der hat mich davon nicht losgelassen. Ich musste dauernd wieder andere Leute ins Jenseits bringen, damit ich das irgendwie mitkriege, was da bei manchen Leuten so abläuft. Und ich habe mich dann beschwert bei ihm, ich habe gesagt, ich wollte eigentlich, dass du mich in eine höhere Bewusstseinsebene bringen solltest. Ja, ja, sagte, das machen wir später noch. Und dann nach einiger Zeit, sein Name war Philipp, und ein ganz, ganz lockerer Typ, unheimlichen Sinn für Humor. Und dann sagt er, ja, Jürgen, ich habe dir was mitgebracht. Und zwar hat er mir ein Bild gezeigt von einem Aquarell, von einer Aquarelllandschaft. Und als er mir das zeigte, habe ich mir das angeschaut, das Bild. Auf einmal wurde das Bild lebendig und ich konnte in das Bild eintauchen. Aber alles, das war eine dreidimensionale Landschaft von einem Künstler gemacht als Aquarell. Und diese Landschaft wurde auf einmal total wirklich und total real. Und ich habe dann durch so ein, wie das in Englisch heißt, so ein Download, alles über den Künstler, der das Bild gemacht hat, als Aquarell erfahren. Aber ich bin das Bild als eine andere Wirklichkeit, habe ich das erlebt. Und zwar im mentalen Bereich. Er hatte mich dann also auf eine mentale Ebene gebracht, wo der Künstler oder wo Künstler diese Sachen erschaffen und die dann auch zur dreidimensionalen Wirklichkeit werden. Also er hat mir dann durch dieses Erlebnis gezeigt, wie sich die mentale Ebene verhält, wie im luziden Traum, dass dann die Leute, die sich dort aufhalten, alles, was sie erleben, total wirklich ist, auch wenn es nur ein Bild ist. Also man kann zum Beispiel, wenn man auf der Astralreise ist und ein Landschaftsbild sich anschaut, eine Fotografie von einem Wald in einem anderen Teil der Welt, dann kann man sich auf dieses Bild konzentrieren und das Bild als Tor in die Wirklichkeit finden, nicht? In das Bild eintauchen und dann wie magisch in einer anderen Wirklichkeit seinen Weg findet. Und das ist, das kann man kaum beschreiben, wie unendlich das diese Möglichkeiten sind. Und wir kommen dann noch darauf zu sprechen später, durch die luziden Träume. Luzide Träume sind Träume, wo man bewusst ist, dass man träumt, aber sie sind sehr subjektiv. Wir kriegen also die Wirklichkeit aus unserem subjektiven Unterbewusstsein heraus und wir werden uns bewusst und werden wach und dann wird der Traum zu einer total realen Wirklichkeit, wo man dann im vollen Wachbewusstsein mit Leuten sprechen kann. Das sind so wie die heißen in Computerspielen, ja, die heißen so Non-NPCs, wie heißt das in Deutsch, nicht... Die heißen in der Gamer-Szene auch NPCs, Non-Player Characters. Ja, Non-Playing Characters, NPCs, ja. Von einem Spieler gesteuert werden, sondern vom Computer. Ja,
Und die werden also, die werden vom Unterbewusstsein gesteuert. Und ich habe mich mit einem Freund unterhalten, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Robert Wagner. Das ist ein Amerikaner, Luzider, der hat luzide Bücher über luzide Träume geschrieben. Das ist übrigens auch noch ein Buch, Jörg, dass du vielleicht das hier gut ankommen Robert Wagner, der hat ein Buch geschrieben, der ist Psychologe, ein Jungian Psychologe von der Gustav Jung her. Und der hat ein Buch über luzide Träume geschrieben. Und das Buch heißt Luzider Traum, Gateway to the Higher Self, also das Tor zum höheren Selbst. Und ich habe ihn in London getroffen und wir haben uns unterhalten und sind sofort auf die Materie losgegangen. Und die Kellnerin ist ein paar Mal an unseren Tisch gegangen, um eine Bestellung aufzunehmen, hat es aber nicht geschafft, weil wir keine Pause finden konnten, um irgendwas zu bestellen. Und wir haben uns dann für 2 Stunden unterhalten und ich habe ihnen dann erzählt von meinen Erfahrungen und halt alles hat sich total bestätigt. Und ich sagte, Robert, wie hast du denn herausgefunden, den Unterschied zwischen luziden Traum und Astralreise? Er sagt, das ist mir so gegangen, ich hatte einen luziden Traum, bin an der Straße lang gegangen und sagte, jetzt machen wir ein bisschen Spaß mit den NPCs und schlagte einfach denen die Hüte vom Kopf. Und dann ist er eine Straße lang gegangen, hat die Hüte von den Leuten vom Kopf gestoßen, bis ihn dann auf einmal einer geschnappt hat und sagt, lass meinen Hut in Ruhe. Und da hat er gemerkt, dass er nicht in einem luziden Traum war, sondern auf einer Astralebene. So ähnlich sind diese beiden Ebenen, nicht? Und ich habe dann die luziden Träume benutzt, um auf die Astralebene rüber zu wechseln. Der luzide Traum ist so, dass man wirklich träumt, nicht? Und der Traum hat, wie sagt man, ein Narrativ, eine Handlung. Der Traum hat eine Handlung, die vom Unterbewusstsein bestimmt ist. Und da ist meistens, findet ein luzider Traum hat so eine kleine Geschichte. Okay. Während die Astralwirklichkeit, dass man einfach im Hier und Jetzt, da gibt es keine Geschichte. Und wenn es eine Geschichte gibt, dann kann man diese Traumhandlung abstellen und dann in eine Astralwirklichkeit überwechseln. Und das geht dadurch, dass man zum Beispiel sich auf das Hier und Jetzt konzentriert, also im Moment lebt. Und das sieht man dadurch, dass wenn dann noch Traum-NPCs rumlaufen, dass die auf einmal sich auflösen. Nicht? Und das Astralgeschehen, die Astralwelt, kommt dann in den Vordergrund. Ja, die meisten sind wie Schlafwandler, irgendwie ein bisschen unbewusst. Nicht? Die reagieren zwar, aber irgendwie sind das, das kann man schon merken von der Energie her. Nicht? Die haben eine ganz andere Energie. Und ich wurde häufig angesprochen, es gibt auch schlafende Leute, die man begegnet. Auf der Astralebene. Und die kann man auch unterscheiden. Die haben irgendwie so ein, die sind irgendwie wie in so einem Tagestraum. Nicht? Die sind nicht ganz da. Nicht? Und dann, wenn man Astralreisenden trifft, was mir auch passierte, dann geht das, hallo, ja, hallo, bist du auch da? Und so weiter. Dann sieht man energetisch sofort, wo die herkommen, die Leute. Nicht? Und dann auch die Einwohner, die da wohnen, die erkennen dich auch. Und zum Beispiel sagt ein Ehepaar, guck mal, da ist schon wieder so ein Astraltyp. Nicht? Und hat auf mich gezeigt. Und die sehen das dann. Und das ist sehr interessant, was man da so mitbekommt. Ich habe sogar Leute, ja, kann man dann sagen, dass in dem luziden Traum diese NPCs so eine Projektion vom Unterbewusstsein ist? Genau, ja.
vom eigenen Unterbewusstsein. Manchmal, das ist manchmal ganz eigenartig, weil man manchmal Projektionen von anderen Leuten auch mitkriegen kann. Nicht? Die dann so stark projiziert sind, dass sie sich sogar ein bisschen materialisieren. Und das ist eine ganz interessante Sache. Zum Beispiel, ich wollte das nur ansprechen, weil mit dem luziden Traum kann sich das so verhalten, dass man manchmal überhaupt nicht weiß, was überhaupt los ist. Ich bin zum Beispiel bei einer Sache, bin ich in eine Stadt gegangen, die war aus Zeichentrickfilmen gemacht, also so kulissenartig. Und dann die Charakter, die waren gezeichnet, aber in 3D. Und die sind rumgelaufen und ich habe mich dann auf einmal in dieser Stadt befunden, in dieser 3D-Zeichentrickfilm-Stadt. Und ich dachte, ja, das muss ein luzider Traum sein. Und ich war ein bisschen frustriert, weil ich nicht im luziden Traum sein wollte und ich wollte den dann auflösen, damit ich in die Wirklichkeit. Aber der hat sich nicht aufgelöst. Anstatt sah ich da in der Ferne, da waren zwei Leute mit einem Gamepad, mit einem Controller. Und die hatten sich ein Computerspiel in der Wirklichkeit aufgebaut, das sie da mit ihren Kontrollen da kontrolliert haben. Die haben mich fast totgelacht, als ich ganz verzweifelt war, da rauszukommen. Und dadurch ist mir erstmal klar geworden, was es für unheimliche Möglichkeiten gibt auf diesen Ebenen. Nochmal ganz kurz anspielen. Also Leute, die gerne Computerspiele spielen, die können sich total daran erfreuen, solche Sachen in Wirklichkeit herzustellen. Besonders wenn es darum geht, dass, sagen wir mal, es eine Gruppe von Leuten, die schon auf dieser Ebene Computerspiele spielen. Nicht? Die haben auf der höheren Ebene schon eine Konsensuswelt gemacht. Zum Beispiel wie die ganze Gegend von Lord of the Rings, wo wir tausende, Millionen Leute die Filme gesehen haben. Und diese Gedankenwelt hat sich auf bestimmten Astralebenen materialisiert. Nicht? Dass man da genauso an dem Filmgeschehen teilnehmen kann, wie im Film. Und das ist unheimlich irre. Und ich habe hier mal so aufgezeigt, wie das aussehen kann, dass die Leute sich dann in so Typen da verkleiden können. Das ist auch noch eine Möglichkeit, dass man auf der Astralebene die Möglichkeit hat, sein Aussehen total zu verändern. Das kann auch zu unheimlichen Überraschungen führen. Jürgen, diese Formwandler, gibt es die in dieser Realität auch? Außerirdische, die das bei uns auch können? Was? So Formwandler. Ja, ja. Das gibt es auch hier, glaube ich, oder? In dieser Realität. Ach ja, ich weiß nicht, ich habe keine persönliche Erfahrung davon. Ich muss sagen, dass alles, was ich erzähle, ist nur aus meiner Erfahrung heraus. Ich lese eigentlich wenig Bücher darüber und ich möchte nicht irgendwie was wiederzuerzählen, von dem ich persönlich keine Erfahrung habe. Also die ganzen Sachen, über die ich schreibe und was ich berichte, das sind alles Sachen, die ich aus dem eigenen Erfahrungsbereich herausgefunden habe. Formverwandlung, das ist eine interessante Sache. Das ist mir zum ersten Mal passiert, als ich war auf einer Ebene, da war eine Karnevalsprojektion. Und wie man das auch hier hat, das ist ja bei uns schon ganz stark vorhanden, das Bedürfnis, sich zu verkleiden. Aber auf der astralen Ebene ist das nicht nur eine Verkleidung, sondern eine Umwandlung. Nicht? Hier zum Beispiel ist eine gute Abbildung von Leuten, die ich getroffen habe auf so einer Prozession, die sich in Halbtiere verwandelt haben. Und da konnte total, das war überhaupt kein Kostüm, sondern das war wirklich eine Formumwandlung. Und ich habe das auch selbst erlebt. Ich habe Leute getroffen, die ich zum ersten Mal wahrgenommen, die als Drachen,
einen Drachen geflogen, als ich eine außerkörperliche Erfahrung hatte. Und dann mit einem unheimlich bunten Kostüm, Drachenkostüm. Und dann hat sich der Drachen vor mir niedergelassen und hat sich in eine Frau verwandelt, zurückverwandelt. Und die hatte die ganzen Farben von ihrem Drachen in ihrem Kleid noch drin. Und die hat mich dann, wir haben uns dann begrüßt, die kannte mich auch irgendwie, wusste ich nicht. Und mit ihr bin ich dann losgezogen, haben noch Sachen gemacht, da habe ich auch ein bisschen drüber geschrieben in meinen Büchern. Aber diese Sachen sind, das ist zum Beispiel eine ziemlich genaue Abbildung von so einer Karnevalsprozession, die ich da erlebt habe, wo die Leute sich in diesen irren Kostümen da verkleiden und dann durch die Straßen ziehen. Also das ist fast, das ist so eine genaue Beschreibung, das gibt es überhaupt nicht. Ich muss sagen, ich muss sagen, dass ich durch diese künstliche Intelligenz, durch diese letzte Entwicklung in der Grafik, das unheimlich hilfreich fand, diese Bilder zu erstellen, weil man einfach nur eine Beschreibung braucht von dem Erlebnis, was man erlebt hat. Und dann langsam aber sicher entwickeln sich die Bilder und man kann dann noch ein bisschen mehr Details geben. Also für mich als Grafiker ist das eine unheimliche Hilfe geworden, bildliche Beschreibungen zu geben von der Welt. Und das Interessante ist, dass sich diese Manifestation durch diese Technologie irgendwie unheimlich ähnlich ist, wie sich das mit der Manifestation auf der astralen Ebene verhält, weil mit der künstlichen Intelligenz wird auf Daten zurückgegriffen, die im Datenbereich sind. Und die bildnerischen Daten werden dann zusammengefügt, je nachdem nach dem Text. Und dann kann man darauf Einfluss nehmen und die Daten organisieren sich auch langsam nach deinen Vorstellung, also die spezialisieren sich dann, also dass ich jetzt, wenn ich jetzt ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Beschreibung mache, dann kann ich viel leichter andere ähnliche Beschreibungen hervorzaubern, die wirklich schwer zu materialisieren sind. Also deshalb gerade dieses Buch, das neue Buch Elysium, entschleiert, habe ich viel von diesen Bildern Gebrauch gemacht, dass die ganze Astralwelt ziemlich greifbar und anschaulich macht. Jürgen, das bedeutet, dass wir hier das, was in der Astralwelt über Mentalprozesse geht, hier über die künstliche Intelligenz gemacht haben. Ja, also das ist so ein ähnlicher Ablauf, das ist fast unglaublich, nicht? Ja. Würdest du dann sagen, dass da die meisten Leute als Menschen rumlaufen in ihrer menschlichen Erscheinung, dass das im Grunde auch nur konsensbasiert ist, aufgrund der Gewohnheit, die sie von der Erde her da haben? Ja. Eigentlich könnte man da in jeder beliebigen Form rumlaufen, aber der Konsens, dass das Kollektivbewusstsein sozusagen, das von dem Leben auf der Erde geprägt ist oder von der Erinnerung, ja, dass das quasi dafür sorgt, dass diese menschliche Form da quasi stabiler ist als zum Beispiel so ein Drachenkostüm. Ja, genau. Das ist durch Gewohnheit, durch unsere Gewohnheit mit unserer Form, an die wir uns angepasst haben. Unsere menschliche Form verändert sich ja auch dauernd von Kindheit. Also wenn du jetzt jemanden als Kind, als Freund von der Schule her kennst und dann 40 Jahre später würdest du das sehr sicher nicht erkennen. Nicht? Also wir verändern uns ja auch dauernd. Aber wir haben ein irgendwie so ein Stabilbild, das wir mit uns rumtragen, das an dem wir uns erkennen. Ich habe zum Beispiel, wenn ich meine Mutter getroffen habe, ich habe sie meistens nur durch ihre Energie erkannt. Nicht? Die hatte eine typische Mutti-Energie, die ich sie sofort erkannt habe. Und sie ist manchmal, hat sie mich mit ihrer Schwester begegnet als Teenager.
Und ich habe meine Mutter ja nie als Teenager gekannt oder auch nicht mal Bilder gesehen. Und die hatte sogar zeitgenössische Teenagerkleidung. Und als sie mir begegnet sind, haben sie sich kaputt gelacht, dass ich die nicht sofort gesehen habe. Die haben das extra gemacht irgendwie. Und dann, als ich sie dann erkannt habe durch ihre Energie und dann sie umarmte, da wusste ich sofort, dass es meine Mutter war. Und jedes, sehr häufig, wenn ich sie getroffen habe, war sie in der Form, wo ich sie als Kind, Teenager gesehen habe, also als 35-jährige Frau. So habe ich sie meistens immer angetroffen. Und wir können also unsere Form total verändern, aber was passiert, wenn wir zum Beispiel ein Drachenkostüm oder eine Drachenform haben, dann auf natürliche Weise, man braucht ein bisschen Konzentration, ein bisschen Anstrengung, um das irgendwie zu erhalten, diese Form. Und wenn dieser Fokus nicht mehr da ist, dann verwandelt man sich natürlich und automatisch wieder in die Gewohnheitsform zurück. Nicht? Und so geht das, aber man kann es machen. Ich habe ganze Ausstellungen gesehen, wo Leute sich in alle möglichen Sachen verwandelt haben. Und darüber werde ich noch berichten. Zum Beispiel hatte eine Künstlerkolonie besucht, wo die Leute mit ihren Staffeleien Porträts gemacht haben. Und ich habe mich gewundert, dass die Maler oder die Künstler die Form ihres Modells angenommen haben. Zum Beispiel ein Künstler hatte abstrakt gemalt und er hatte ein abstraktes Gesicht gehabt und abstrakte Form. Und ich fand das ziemlich beunruhigend. Aber sobald ich dann mit ihm gesprochen habe, war sofort wieder seine Normalform wieder da. Und es gibt da unheimlich viele Überraschungen, weil alles ziemlich flüssig ist. Und die Konzentration oder die Fokussierung bestimmt sehr häufig das Aussehen oder die Emotion bestimmt das Aussehen der Leute. Man kann ja auch hier auf dieser Erde jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, jemand ist deprimiert oder ärgert oder ärgerlich, dann kann sich das Aussehen so verändern, dass die Leute älter aussehen in dem Moment, wo sich ihre Gesichtszüge verzerren. Und wenn sie dann anfangen zu lachen, dann sehen sie jünger aus. Also sogar auf der physischen Ebene spielt sich das ja schon ab. Auf der Astralebene ist das natürlich alles viel, viel dramatischer. Okay, so. Jürgen, hast du noch eine Aussage, wie lange ist man denn auf dieser Astralebene? Wir haben ja begrenzte Lebenszeit, Ja, darauf komme ich auch noch zurück, später noch. Ich meine, das hängt ganz von den Individuen an, vom Individuellen, ob was wir wollen. Manche Leute, ich werde nach dem Essen werde ich einen kleinen Film zeigen. Manche Leute finden sich nicht zurecht da und die haben keinen Antrieb, irgendwie neue Erfahrungen zu sammeln. Und die fangen an, sich zu langweilen. Nicht? Und die haben keinen Antrieb, irgendwie sich weiterzuentwickeln, zu erforschen, zu erobern oder irgendwie bestimmte Gefühle einzuschalten, wie zum Beispiel positive Gefühle der Liebe oder Leute zu helfen. Und die werden dann, die fangen an, sich zu langweilen. Und ich habe Leuten geholfen, die mir echt gesagt haben, ich finde das hier unheimlich langweilig, kannst du mir helfen, weiterzukommen und so weiter. Und manche Leute machen das sich zur Aufgabe, ihren Beruf da zu entwickeln. Ich habe da einen Kapitän getroffen, der ein Schiff hatte auf diesem großen See, der die Neukömmlinge eingeweiht hat auf die Astralebene. Und da hat sich ein Schiff gebaut und das hatte zwei Etagen und da hat eine Kapelle da drauf und so weiter. Und das war wirklich ein schönes Schiff. Und ich habe ihn gefragt, was er denn hier so macht. Er sagte, das ist sein Beruf, die Leute, die Neuankömmlinge, ein bisschen einzuführen in diese Welt.
Und dann sagte er, aber ich habe ganz klein angefangen, ich hatte nur ein Ruderboot am Anfang. Und er sagte, dadurch, dass er seinen Job so liebt und diese Ausstrahlung, jedes Mal, wenn neue Leute angekommen hat, hat sich die Energie so ausgespielt, dass sein Boot immer besser wurde. Nicht mit jedem, bis er dann dieses Boot, und er war ganz, ganz stolz darauf. Und, und so finden Leute häufig ihren Job, der ihnen am besten entspricht. Ja. Die auch so funktionieren. Ja, ich bin immer noch Maler. Ich hatte auf der Astralebene viele Ausstellungen von Bildern, die ich hier überhaupt nicht mache. Ich war an der Kunsthochschule in Hamburg und da habe ich schon mehrere Ausstellungen gemacht und ich habe mich immer gewundert über die Bilder. Die kamen mir sehr bekannt vor, aber die waren nicht das, was ich im Moment getan habe. Nicht große abstrakte Bilder und so weiter. Und so haben wir auf der Astralebene, jeder von uns wahrscheinlich auch das zweite Leben, die andere Realität. Und wenn wir dann rübergehen, dann werden wir wahrscheinlich wieder damit anknüpfen. Gibt es dann da andere Lebewesen, Tierwelt, oder überlappt sich das oder kommuniziert das? Ja. Tiere gibt es natürlich reichlich. Besonders Haustiere. Und ich weiß nicht, wie viele von euch einen Hund haben oder eine Katze oder so. Man kann sich ja auf dieser Ebene schon mit den Tieren unterhalten. Nicht? Für mich sind Tiere Menschen in Fellkleidung. So sehe ich die. Und wenn man die auf der astralen Ebene begegnet, dann kann man sich mit denen telepathisch unheimlich gut unterhalten. Vor allen Dingen Hunde. Hunde sind, die haben kein Ego. Hunde haben kein Ego. Die sind total vertraulich, liebevoll, nicht genau wie dieser Hund hier in diesem Hotel. Das Erste, was ich gemerkt habe, dass der hat kein Ego. Den streichelt man, der hat nur Liebe. Und so sehen die Tiere auf der Astralwelt, das sind Lebewesen voller Liebe. Und ob das nun Vögel sind oder Katzen oder Hunde, man sieht einfach diese Intelligenz, die da draus ausleuchtet. Und ich hatte ein paar Leute getroffen auf der Astralebene, ziemlich unteren Astralebene, die mich eingeladen haben zu ihnen nach Hause. Und da sagte der mir, dass einer angekommen ist auf der Astralebene, der hatte einen Schlachthof. Okay. Und der hat dann die ganzen Kühe, die wollte er sich rübernehmen und sie einen neuen Schlachthof aufmachen. Und die haben gesagt, schon nach wenigen Minuten, als sie mit dieser Idee aufkam, haben die da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also wir verändern uns nicht, wir bringen unsere ganzen Gewohnheiten noch mit, aber es gibt auf der astralen Ebene auch Gesetze und Ordnung. Könnte ich mir auch wünschen, dort, also man hat, wenn man dorthin geht, habe ich jetzt rausgehört, kann man seine Angehörigen mit untertreffen. Ja. Könnte ich mir auch wünschen, irgendwelche, also ich hätte jetzt Lust, Leonardo da Vinci zu treffen. Oder ist sowas überhaupt nicht möglich? Also ja. Sowas steuern oder. Das kann man schon machen, aber das kann man nicht garantieren. Ich hatte zum Beispiel einen deutschen Expressionisten getroffen. Ich habe mich für den deutschen Expressionismus interessiert. Ich habe auf der Astralebene einen deutschen Expressionisten getroffen. Und der hatte ein Haus mit einer großen Schiebetür. Und da war ein Publikum und hat seine Bilder vorgeführt. Und seine Bilder, die waren eigentlich digital. Also das waren Bilder, die er aufrufen konnte und das waren große Schinken, nicht, die er da vorgeführt hat. Und ich habe ihn gefragt, ja, malt er noch? Er malt noch genauso wie in den 30er Jahren. Nicht? Und ich habe ihn gefragt, hast du andere Leute getroffen? Hast du Cézanne getroffen? Sagt, ja, die Leute
habe ich alle getroffen. Nicht? Und die halten sich meistens auch in, so, in ihren Gruppen auf, von früher auch. Die, die finden irgendwie so, eine Konsens, so einen Konsens, wo die sich automatisch angezogen fühlen. Also da gibt es so, so Künstlergruppen wie Bloomsbury in England. Nicht? Solche, solche Gruppen gibt es, die durch den Konsens finden sich die Leute zusammen, die irgendwie sich gegenseitig, die sowieso hier auf der Erde wahrscheinlich zusammengehört. Wenn es jetzt auf dieser Astralebene öde wird oder ich einfach das Gefühl habe, ich muss auch in der Jetzt-Welt oder in der ursprünglichen Welt da was zu erledigen, dann gehe ich mir einfach wieder in die Reinkarnationsschleife. Ja, also das, das ist ein Antrieb. Über die Reinkarnation kann ich nochmal ganz ausführlich später nochmal sprechen, weil ich das von mehreren Seiten erlebt habe, von meiner Seite, von Leuten, die ich nicht kannte, von Leuten, die ich kannte und so weiter. Da gibt es noch viel drüber zu sprechen, aber da gibt es auch wahrscheinlich sehr viele Fragen, die ich dann noch beantworten kann. Wie ist denn die Wissenschaft auf den anderen Ebenen? Bitte? Die Wissenschaft auf den anderen Ebenen. Ja, ja, da wird immer noch fleißig weiter geforscht und entwickelt. Und Sachen spielen sich da ab, die, die sich dann ein paar Jahre später hier materialisieren. Ich glaube, die, die KI, ja, die hat sich auch da erstmal abgespielt, weil die da nach astralen, die läuft fast nach astralen Gesetzen ab. Hier, nicht? Die, wenn man sich da ein bisschen mehr befasst, ist das dann ein künstliches Neuronetwork, nicht? Wo sich das so Machine Learning, das ist eigentlich eine Widerspiegelung von der astralen Welt. Und ich habe das häufig erlebt, dass Sachen zum Beispiel, Boutique-Hotels wurden hier populär, so vor 10, 20 Jahren, nicht? Wo da irgendwie so ein Thema war. Zum Beispiel meine Frau und ich waren in einem Boutique-Hotel, das ein Thema von Tansania hatte, nicht? Mit Leopardenfällen und so weiter und afrikanischen Trommeln ausgestattet und so ein bisschen hergemacht. Und diese Idee der Boutique-Hotels, die habe ich schon in den 70er Jahren auf der astralen Ebene gesehen und ich dachte, ja Mensch, das ist ja eigentlich eine gute Idee, wenn die Leute darauf kommen, das hier zu machen. Und dann ist das 20 Jahre später wurde das eine richtige Modewelle, diese Boutique-Hotels. Nicht? Und so, also unsere Erfindungen, die finden alle auf der Astralebene statt und die manifestieren sich dann. Und da gibt es viele begeisterte Erfinder und Wissenschaftler, die sich mit allen möglichen Problemen beschäftigen. Wie ist es, wenn ich als Heranwachsender gezwungen werde, einen Beruf X zu erlernen, weil das in der Familie Tradition war, und komme in die Astralwelt und sage, so, jetzt entscheide ich selber, geht es? Ja, ja, das kommt alles, was man tut, kommt aus dem Gefühl heraus, aus dem Herzen. Und dann geht das sogar auf sehr glatte Ebene. Wenn das Herz mit einbezogen wird und die Leidenschaft, dann entwickelt sich das sehr, sehr schnell. Ich habe zum Beispiel Klavier spielen können wie Beethoven. Nicht? Obwohl ich auf dieser Welt überhaupt keine zwei Noten zusammenbringen könnte. Aber ich habe irgendwie eine Leidenschaft für Musik. Nicht? Und dann knüpft man damit irgendwie auf einer Ebene an, die uns hier eigentlich nicht zugänglich ist. Also deshalb die Astralwelt wird auch häufig als die Desire-Welt, wie heißt das? Wo die Leute ihre Wünsche ausleben können. Und das hat eine unheimlich starke Bedeutung, weil wir hier auf dieser Welt oft sehr frustriert werden und unsere Wünsche überhaupt nicht ausleben. Also das hat die Astralwelt hat eine natürliche Bedeutung, die so eingerichtet ist, um diese Wunschwelt und die unausgedrückten Wünsche wirklich in
zum Ausdruck zu bringen. Und das ist die für mich eine der größten Bedeutungen des Astrallebens, dass unsere Wünsche, nicht? Dass wir die im Lotto gewinnen können da, nicht? Und unsere Sachen da, unsere Träume ausleben. Ja, also man hat ja sowieso mehrere Energiekörper, nicht? Die feinstofflichen Körper, die sich mehr mit der mentalen Ebene auseinandersetzen, die Emotionenkörper und den physischen Körper, den ätherischen Körper. Und es kommt nur auf die Fokussierung an, auf welchen Körper unser Wille sich fokussiert, dann wird dieser Körper materialisiert. Hier, wer kann jetzt gleichzeitig hier sein und noch irgendwo anders? Ja, das ist eine Sache, mit der ich mich schon ziemlich intensiv beschäftigt habe, weil ich habe ein Erlebnis gehabt, wo ich war in der Meditation, ich hab meditiert und auf einmal war ich auf meinem Körper raus und bin einen Flur lang gegangen und der Flur hat zu einem Hof geführt und da haben 30 Leute auf mich gewartet und ich hatte auf meiner Astralebene ein Seminar gehalten und ich hatte eine Pause eingelegt und in dieser Pause war mein Bewusstsein in Meditation, obwohl auf der Astralseite hatte ich schon den ersten Teil des Seminars gehalten, während ich noch gar nicht davon wusste. Und dann habe ich dem Seminarteilnehmern gesagt, was ich gerade erlebt habe und dass wir auf verschiedenen Ebenen zur gleichen Zeit arbeiten können und habe das als Beispiel benutzt, um den Leuten das klar zu machen. Ich habe denen dann gesagt, also hier bin ich jetzt, hier halte ich jetzt ein Seminar und unten auf der anderen Ebene bin ich am Meditieren und mache meinen Job als Künstler da, nicht? Also man muss sich das so vorstellen, dass wir auf verschiedenen Ebenen leben, nicht? Und verschiedene Erfahrungen machen.